Ja, das neue Jahr ist ganz frisch im Gang. Vicky und ich sitzen vorm schönen warmen Kamin. Draußen regnet es, wie soll es auch sein hier bei uns. Ja, und Vicky und ich wollen Danke sagen. Wir haben unheimlich viele Briefe bekommen, Fanpost bekommen, Weihnachtsgrüße bekommen und es ist einfach Wahnsinn. Also für mich persönlich ist es unvorstellbar, dass es wirklich so viele Menschen oder Pferdebesitzer gibt, die unseren Kanal gucken und wirklich verfolgen. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Und das Kostbarste eigentlich ist ja Zeit. Die Zeit des eigenen Lebens sozusagen. Und wenn ich sehe, wie viel Zeit einfach investiert wird, um zum Beispiel schöne Sachen zu basteln. Wir haben zu Weihnachten hat wirklich jemand uns Weihnachtsschmuck gebastelt per Hand. Und wenn man sich das ganz genau anguckt, ist das Notenpapier. Wenn ich den Text lese, gehe ich davon aus, dass es aus einer Bibel ist. Und es ist mit kleinen Perlen verziert. Und ich sage mir, das ist doch Zeit, die da investiert worden ist. Und gerade ich merke, wie wichtig einfach der Zeitfaktor bei den Pferden ist. Wenn ich die nicht bereit bin zu investieren, dann komme ich eigentlich zu nichts. Und deswegen schätze ich das unheimlich, wenn ihr oder sie euch da draußen Zeit nehmen, um uns eine Freude zu machen, um sowas zu basteln zum Beispiel. Oder wenn ich mal an Google denke, wo dieses Gemälde hier gemalt wurde. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Stunden oder Tage oder Wochen da investiert worden. Wir haben auch einen Knotenhalfter bekommen, war auch in einer Fanpost drin. Das ist das gelbe Knotenhalfter, was der Falco jetzt gerade drauf hat. Das ist einfach das Muster drauf, egal ob ich viel mit Knotenhalfter arbeite oder nicht. Aber so schätze ich es wert, dass wo sich jemand Zeit genommen hat, um für uns etwas selbst zu gestalten, denn das ist selbst gemacht, dieses Knotenhalfter. Ich muss es einfach benutzen. Das fühlt sich sonst falsch für mich an. Ja, und so kriegen wir jeden Tag ganz, ganz viele Briefe, aber halt auch Kommentare und auch E-Mails, wo wir einfach ja, Zusagen bekommen, liebe Worte bekommen über das, was wir machen. Ja, und über eins hat Vicky sich ganz besonders gefreut, ne? Ja. Es war nämlich ein Brief von der Amelie, die kommt auch gar nicht so weit hier weg. Die hat ein ganz schönes Foto dabei gelegt und hat für Vicky quasi, eigentlich an uns beide, aber eher für Vicky einen ganz schönen Brief geschrieben. Magst du mal vorlesen? Ja, ich zeige einmal das Foto. Einmal hier. Das ist wahrscheinlich Schala und Amelie. Und dann Otti als Weihnachtsmann. Und dann haben wir hier einen Brief. Der ist auch per Hand geschrieben. Ich kann den ja mal vorlesen. Hallo Vicky und Ariane, ich heiße Amelie, bin 11 Jahre alt und pferdeverrückt. Ich reite jetzt schon 7 Jahre lang. Einmal die Woche reite ich bei meiner Reitlehrerin Andrea. Ich habe 2 Ponys. Das eine ist ein Chetty und heißt Otti und das andere heißt Schala und sie ist ein Arabermix. Schala ist schon sehr alt. Sie ist 31 Jahre und ein Entmaß-Pony. Als ich 8 Jahre alt war, habe ich sie bekommen. Sie hatte ein ziemlich schlimmes Hohlkreuz, das hat sie jetzt immer noch, aber sie hat schon viel mehr Muskeln als damals. Mit ihr machen Mama und ich, weil Bodenarbeit und ab und zu reite ich auf ihr. Otti ist, wie schon gesagt, ein Chetty. Mit ihm kann man jeden Quatsch machen. Er ist ein Rappe. Mit ihm reite ich oft aus oder ich übe Zirkuslektionen mit ihm. Er kann schon das Kompliment. Warte, kurz. Was heißt das? Tanzen. Ach so. Tanzen, ja, und Nein sagen. Und im Moment übe ich Bergziege mit ihm. Können eure Pferde auch solche Tricks? Da muss ich mal was einblenden. Nee, unsere Pferde sind nicht so intelligent. Ihr habt echt Glück, dass ihr so ein edles
Ausreitgelände habt. Wie geht es eigentlich? Konrad, später möchte ich auch unbedingt Pferdephysiotherapeutin werden. Vicky, du hast echt Glück, dass du deiner Mutter helfen darfst. Wenn wir uns mal treffen, Vicky, bin ich mir sicher, dass wir uns sofort verstehen würden. Außerdem ist es toll, dass man sich Videos von euch anschauen kann. So lernt man sehr viel. Was wünscht ihr euch eigentlich zu Weihnachten? Ich hoffe, eure Wünsche gehen in Erfüllung. Ich wünsche mir viele Pferdesachen und dass ich irgendwann mal bei euch auf dem Hof bin. Ich hoffe, ihr bleibt gesund und dass euer Weihnachten schön wird. Liebe Grüße, Amelie, Otti und Charla. PS, ich würde mich über eine Antwort freuen. Ja, liebe Amelie, wir haben auch eine Antwort geschrieben. Nur leider ist deine Adresse nicht mehr auffindbar gewesen. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das jetzt hier über diesen Film. Ich hoffe, du siehst ihn. Vicky hofft es, glaube ich, auch. Auf unserer Internetseite gibt es einen WhatsApp-Kontakt. Und wenn du darüber nochmal deine Nummer sendest, dann leite ich die einfach an Vicky weiter. Und ich glaube, da könnt ihr beiden euch sicherlich mal gut verabreden. Weil so weit weg bist du ja gar nicht. Ja, und ich persönlich finde es Wahnsinn, wie viele Kinder eigentlich wirklich auch unseren Kanal verfolgen. Es sind ganz viele Anfragen von Kindern und Jugendlichen in Vickys Alter, im Teenageralter, die Interesse daran haben, diesen Beruf zu machen, die sich dafür interessieren, was hier so passiert. Und das finde ich total schön, dass wirklich schon die junge Generation letztendlich so viel Interesse an den Pferden hat und gar nicht nur, wie ich früher, einfach damit durch die Gegend heizen, so muss ich das mal sagen, sondern wirklich auch Interesse so ein bisschen an der Gesunderhaltung schon hat und wie man richtig mit einem Pferd umgeht. Ja, und ich glaube, das ist es einfach, das musste jetzt einfach mal sein. Es gibt so viele Zuschauer, die diese Filme gucken, die ihre Zeit investieren, kommentieren, Briefe schreiben, Geschenke schicken. Ich kann nur sagen, danke. Ja, ich will mich natürlich auch nochmal bedanken für die ganzen lieben Kommentare und auch für die Fanbriefe, Fanpost, weil da werde ich auch ganz oft drin erwähnt. Und ich freue mich auf eine weitere Zeit mit euch. Sonderteil 212. Wenn ich 1, 2, 3 sage, wartet ihr noch eine Sekunde. Okay. 1, 2, 3. Frohe Weihnachten und ein... Tunerteil 213. Und los. Nee, Konrad, nicht da hinten gucken. Hier gucken. Okay, nochmal. So, jetzt. Los. Du musst bis 13. 1, 2, 3. Frohe Weihnachten! Einen guten Ritt! Einen guten Ritt!